versucht, so ein bisschen darzulegen, Kunst wird eingesetzt im Zuge der Umerziehung von Menschen. Kunst, und das war schon immer so, Kunst wird auch einfach missbraucht. Die Lösung ist dann nicht, alle Kunst zu verbieten. Keine Kunst mehr, keine Bilder, keine Musik mehr, ja, alle verhüllen, alle verschleiern und so. Das ist dann richtig gut. Andreas von Bülow. Sozialdemokratische Partei Dresdens, 79 Jahre alt. Der war in Dresden gewesen und der hat mehrere politische Sachen. Ich habe kein T-Shirt. Großartiger Mann. Der war ja im Bundestagsausschuss und so ist er auf die ganzen Dinger gekommen. Ja, ja. Ein Geheimdienstausschuss und merkt aber, hey, was ist denn hier los? Und der hat dann eben nicht wie so viele andere, das ist dann, ja, okay. Der Bruder, den hat hier mal so läuft. Diese ganzen Sachen, was man als Elmar Krom wird ja auch viel wieder mal schnell. Das schaffen wir schon noch. Er merkt das gar nicht. Ja, ich sage also, Elmar Krom ist ein Dieb selber, der war mal tätig. Ja, also, damals 90er Diesel und so. Die eigentlich selber nicht in diesen Geheimdienst. Nike. Das ist meine erste Adidas jetzt. Die führen ja ihr Eigenleben. Und das ist die Illusion zu glauben, dass da das Parlament die Geheimdienste kontrollieren würde. Ja, das gibt es ja. Tja. Ja, harte Nummer. Frank, also ich wollte mal gespannt, mal wie kurz die diese Deathlist mal... Schlecht kann ich ja, nicht aussehen, wenn ich eine Handschaft geben kann, dann kann ich nicht so echt sein. Das ist ein schönes Thema, weil das ist ziemlich interessant und ich muss mal auf vor allem eine sehr interessante Geschichte über eine... Marina Ilstedt-Haber kommen. Komisch aus, ja? Feminisiert? Nein. Egal, muss man ja keinem erzählen. Aber es war so leicht. Da kosten, glaube ich, drei Stück momentan. Was habe ich letztens gelesen? 15 Euro. Drei Stück. Das war ich muss auch hier nochmal auf den Zahn fühlen. Ja. Also, Pakistan muss man rausbringen. Österreichischer Faschist. Stimmt wohl, ja. Okay. Gibt es mein Geschenk. Der kam 1940 nach Amerika, hat die Erbin von General Cruz geheiratet. Und was hat er gemacht? Der hat mal studiert psychologische Kriegsführung. Und als er mal seinen Abschluss in die Intelligence Training Center mal abgeschlossen hat, das ist so krass. Der hat 18 Zeitungen in Deutschland publiziert. Na, über psychologische Kriegsführung und faschistische Zeitungen und alles drum und dran. Und das war alles unter Spiel durch das OSS. Und wer war die OSS? Das ist die Vorname des CIAs. Genau. Und das ist eine heiße Verbindung, wenn man überlegt, ich meine, der Mann 1940, der Gegner, also nicht von dem Redline, du hast den Krieg. Der Krieg eigentlich schon lief. Und der Mann ist auch überzeugter, der Artikel. Ja, wie kommt der nach Amerika? Naja, aber nicht nur das. Das bringt uns mal zu diesen sogenannten Olsen Trials. Das ist da, wo die in Berlin. Diese Geheimdienste von MK Ultra, dort wo bis in die 80er Jahre Leute dort mal
gefoltert worden sind und unter Drogen gesetzt worden sind. Ein paar Morgenbahnen, oder? Der Typ, der kam rüber, der hat gesagt, hey, wir dürfen das mal nicht machen. Ich weiß es nicht mehr. Menschenrechte und so weiter und so fort. Und was ist mal draußen passiert? Cool. Der wurde dann, bevor er zu uns nach Amerika reisen konnte, irgendwo um 6. Kurz vor Sonnenuntergang. Untergang. Untergang. Hillary Clinton. Ob ich ein bisschen länger schlafen muss. Der Election Campaign eingetreten ist. Der vierte Person ist schon gestorben. Ja. Der vierte Typ. Na, und weißt du, wer dieser Typ war? Dieser Typ hat gerade mal ein Interview gegeben. Der hat ich könnte ja mein Bruder für morgen jetzt schon nehmen, oder? Nein. Theoretisch. Nein. Du könntest ja auch besser schlafen. Nein. Immer Ruhe. So lange habe ich noch nie ausgehalten, Freitag. Das ist schon mal ein Vortrag. Junkie-Gerede, hör auf damit. Das ist Kindergeklänge, hör auf damit. Das willst du jeden Tag geben, ja? Wenn du siebenmal hast. Dann ich meinen Bruder erwähnen, ja? Das willst du nicht, ich will das auch nicht. Ich muss das echt mal lernen, ey. Ich muss mal ein bisschen erwachsen machen. Ja, echt jetzt. Ich hab keinen Bock, hier im Winter, hier nach der Rechts fahren, weißt du? Das ist aber minus 20 Grad. Lass uns fliegen, bei der Arbeit zusehen. Lass uns fliegen, schöne Sehnsucht. Mehr als unsere Träume. Lass uns wieder atmen. Lass uns wieder sehen. Entfache dieses Feuer in mir, dieses Feuer. Und nichts als dieser Traum wird wahr. Ein Traum so fern und doch so nah. Lass uns fliegen, schöne Sehnsucht. Näher an unsere Träume. Aber es ist eigentlich sehr, sehr poetisch, finde ich. Lass uns fliegen, schöne Sehnsucht. Näher an unsere Träume. Lass uns wieder atmen. Lass uns wieder sehen. Ich mache dieses Feuer, ein gutes Feuer. Und nicht, dass dieser Traum mit war, ein Traum so fern und doch so. Es ist einfach poetisch. Genau. Das ist die letzten Alben, die ich jemals hatte, das war generell echt poetisch. Klar, eine andere Art Poetik als doch ist man nicht ganz anders, aber trotzdem poetisch, einfach und keine dummen Texte. Ich weiß, der Name hört sich mal an wie. Na, was denn, das war die einzige Live-Band, die ich zu meinem 30. Geburtstag hatte? Diese junge Typ, Onkel. Live? Du hast auch das Live gesehen? Nee. Mein Bruder hat ihn dann noch in CD-Player gepackt. Weil meine Liveband, die mir versprochen hatte zu kommen, die hat mich im Stich gelassen. Oh, war. Na, oder? Was Geburtstag? Am 30. 30. Naja, war alles nicht so gelaufen, wie es sollte. Gleich lange her. Nee. Scheiße. Ah, erst. Was? Ja, aber da war alles ganz anders. Nein, Bruder, warum ist denn der jetzt nie hier? Habt ihr Stress gehabt oder was? Ach, wir hatten nie viel miteinander zu tun. Na, aber anscheinend bis zu seinem 30. Jahr doch noch. Na, und jetzt nicht mehr. Warum nicht? Das ist schon schade, oder? Gibt's nicht? Oh, ich hab den Tisch. Also, was? Oh, wie liebst du ihn? Ja, du bist viel mehr Bruder für mich, als der es hier sein wollte. Du hast schon oft gut über den geredet für mich. So. Ich würde ihn ganz gerne mal kennenlernen, aber ich glaube, du möchtest dich nicht kennenlernen, oder? Was? Naja, weil ich bin ja nämlich kein Vorzeigetyp, so, also weiß ich nicht. Nicht? Nee, gar nicht. Aber schade. Ich glaube, sehr interessiert, was das ist. Ja. Allein schon das Auto, Mann. Ich habe auch einen Opel-Senator gehabt, der hat einen Manta. Wenn wir dritten sechs behalten, der hätte nicht meine. Der hat nicht nur einen Manta, der hat noch viele andere Autos. Aber Opel, oder? Der hat nicht nur Opel. Ja, der hat auch nicht nur vier Räder, der hat auch zwei Räder. Aber er ist ein Opel-Freak. Ist nun mal so. Ich habe einen Senator, und allein, wenn ich dem das schon erzähle, ich habe einen Senator, wird der sagen: Boah, ehrlich jetzt. Du bist denn, wenn das ein Manta-Fahrer ist? Besser wäre natürlich, wenn ich noch hätte. Ja. Die zeigen, weißt du? Ja. Aber, naja.
Well, hier ist der Wahnsinn, wie viele Leute dort auf engstem Raum in kürzester Zeit gestorben sind. Wie war die Realität von den Leuten? Ich habe das Gefühl, alle paar Wochen ist irgendwie, ja, ist hier irgendwo eine bestimmte junge Frau gefunden worden oder wieder ein Roadie-Hops gegangen oder ein Kollege von dir. Wie, du bist doch ständig auf der Erde, Junge. Das ist den Leuten selber nicht so krass aufhängen, wobei manche nicht daran aufhängen. Ich brauche mich von dem Tabak irgendwie lösen. Das ist ziemlich zynisch darüber abgedacht. Mit Neil Young zum Beispiel, das ist der einige überleg mal, das wär, ich habe damals für eine Packung Bantam aus dem Aldi 3 Mark 25 bezahlt. Das wäre jetzt 1 Euro noch was. Und das sind jetzt 8 Mark 60. Mhm. Und das waren 40 Gramm, ich weiß nicht. Die Gründung von der Fancourt von The Birds gewesen war, sie ist ein paar Meter mal weiter dort aufgefunden, wo Marina Elizabeth Harbour. Ich höre das ja nachts so, dann wirst du lachen, hörst du den Typen. Oh, ich bin nur eine Idee. Ey, nur am. Nur weil er ein bisschen Ami-mäßig redet, ist er doch kein. Bitte, ey, den Akzent kann. Nee, kann ich mir nicht angewöhnen. Aber den kann man auch lernen, ja. Und. Von 30. Dezember 68. Fight. Go on. Wir reden.